Ja, moin, liebe EOB-Armee, und herzlich willkommen zu einem, auf diesem Kanal etwas neuen Format, was mir wahrscheinlich wieder jede Menge dumme Kommentare von diversen YouTubern einbringen wird, aber das ist mir sowas von scheißegal, Leute. Und zwar, ich habe gerade in YouTube einen einen richtig irgendwie, wie soll ich sagen, lustigen Vorschlag bekommen, hab mir ein bisschen da mal schon mal reingeschaut. Und habe festgestellt, dass da ein bisschen lustige Passagen dabei sind. Emsi und ich haben uns darüber auch schon schlapp gelacht. Und ich dachte mir, Mensch, Eob, das teilst du doch jetzt einfach mal mit deiner Community. Und schaust es gemeinsam mit deiner Community an. Wobei ich da jetzt vorab sagen muss, für Leute, die mich diesbezüglich abonnieren wollen, weil sie Fans von diversen Personen sind. Ich möchte mich auf keinen Fall jetzt daran hochrutschen. Also, wenn ihr mich nur wegen diesem Video hier abonnieren wollt, dann lasst dies. Wenn, dann abonniert mich wegen meinen Content. Wenn euch mein Content allgemein gefällt, schaut meine anderen Videos erst an und abonniert mich dann gegebenenfalls. Aber definitiv nicht abonnieren, falls ihr mich jetzt nur wegen diesem einen Video abonnieren wollt, weil, auch wenn es mir mal vorgehalten wird, zum einen bin ich nicht abo geil, mir wird es ja mal vorgehalten. Und zum anderen, wie schon gesagt, ich möchte mich definitiv nicht hieran hochlutschen. Ich will es einfach mit euch jetzt teilen. Und die Personen, die diesbezüglich jetzt dumme Kommentare über meinen Kanal äußern, ist halt einfach nur bescheuert. Weil mehr als davor jetzt diese Sache hier sagen, kann ich nicht. Wie schon gesagt, ich sage sogar nochmal, nicht wegen diesem Video abonnieren. Wenn, dann schaut mal in die anderen Videos und dann den Content, wenn er euch gefällt, abonnieren. Wenn ihr wollt. Gut, dann würde ich mal sagen, dann noch, soll MC noch ein Stückchen herrücken mit seinem Stuhl. So. Ja, Leute, ich habe jetzt das übrigens umgestellt, dass man das auch über dem Fernseher hört, die Lautstärke. Also das heißt, ihr hört es über mein Mikrofon. Und dann würde ich mal sagen, dann klicke ich jetzt einfach nochmal auf dieses Video drauf. Das ist das hier. Leute, Doppelpeace an. Und es geht darum, ihr seht es ja schon, Leute, das ist das falsche Video. Das sollte nicht dieses Video sein, Moment, das war nämlich, warte mal, ich spule mal zurück und gehe einfach mal auf Verlauf, da habe ich es ja drinnen. Tanzverbot reagiert ist das. Stopp, wir wollen das von Anfang an sehen. Und ihr müsst euch das mal geben, wie lustig das eigentlich im Prinzip hier ist, wie sich teilweise er verhält und dann auch teilweise sagt, Wie die kann ich Kill. mir auch, Pause habe ich gesagt, du hältst jetzt erstmal einen Schnabel. Ihr müsst euch das geben, wie lustig das einfach im Endeffekt ist, wie teilweise Kelly irgendwelche lustigen Sachen sagt. Zum Beispiel, dass da Widersprüche drin sind oder auch, wie sich teilweise der Tanzverbot wie er teilweise darauf reagiert. Einfach nur lustig. Ich mache das Ganze jetzt mal auf Großbild, dass wir das schön groß sehen. Und dann würde ich sagen, dann starten wir einfach mal und ziehen uns das einfach mal rein. Oder MC? Let's go. Kann ich ihn hier wechseln? Ja, Technik ist schon ein Wunder, ne? Hey, es hat funktioniert. Mit all den Klick, das hört wieder seine Maus bewegt, ne? Und jetzt sieht man seine Scheiße! Titten. Jetzt sieht man die Titten von ihm. Technik, die begeistert. Da habe ich aber auch schon, kann ja auch schon ein Lied Mann! davon singen, ne? Mit OBS. Vor allem die Ey, ganze guck dir das Zeit, letzte Video an, ja? schau, die ganze Zeit, ne? Schaut der Kelly im Mund die ganze Zeit an. So, Kelly, jetzt bist du dran! Leute, Doppelpeace an euch da draußen. Willkommen zu diesem Video. Wie erkläre ich das jetzt? Anstatt dass jeder Beauty-Gurus und irgendwelche Tutorials und Vor allem, wie er sich da hinschillt, was schon? ein bisschen Ja, ne? Weil er keinen Bock mehr hat, an der Technik rumzuspielen. Das Ding ist, ich will sie nur nackt sehen. Also ich habe jetzt keine Emotionen. Leute, zieht euch das einmal rein, wie er es halt einfach nur eiskalt sagt halt, ne? Einfach nur eiskalt seine Gedanken ausspricht.
Das Ding ist, ich will sie einfach nur noch sehen. Aber ganz ehrlich, ey, ganz ehrlich, ne? Schaut euch mal die Kelly an und schaut euch Tanzverbot an. Ja, ich würde lieber Lackzehen, also ganz eindeutig Kelly. Naja, irgendwie schon halt, ne? Ich meine, überlege mal, Tanzverbot, ich meine, der hat ja jetzt schon eine größere Tittengröße wie Kelly in ihrem ganzen Leben. Oh, Ansage von MC. Ich werde übrigens MC Disaster Let's Play unten in die Beschreibung packen, damit ihr auch dann nochmal an seinen Kanal vorbeigucken könnt. Für die Leute, die für die Leute, die Tanzverbot-Fans sind und bei MC ein schönes Schwertchen da lassen wollen. Naja. Dislike welcome. Cool, mein das Video wird auch auf dem Dislike kriegen, aber I don't give a fuck. Oder bei Kelly werden. WT-File WE. Maintenance of whatever is, genau. Weiter geht's. Emotionale Bindung zu ihr. Aber also, das hat halt auch keine Besonderheit, das müsst ihr so verstehen. So, ich will irgendwie jeden nackt sehen. Keine Ahnung, was hat sie denn jetzt für ein. Aber hoffentlich nicht mich. Okay, wenn er mich nackt sieht, kriegt er eh das große Kotzen von dem her. Wenn er jeden nackt sehen will, dann will er wahrscheinlich auch Angelika Merkel nackt sehen. Ich kotze gleich. Ich bin gleich wieder da. Hey, gehst du kurz kotzen? Okay, ich bin wieder da. Ich glaube, jetzt ist mein Abendessen von heute und es ist mein Mittagessen von gestern wieder rausgekommen. Donald Trump. Ich geh gleich nochmal. Nee. Okay, machen wir mal weiter. Also ich weiß, ich glaube, ich würde von diesen ganzen YouTubern, die man so in diese Kategorie einordnen kann, hier so Baby's Beauty Palace, diese andere da, diese Ducky Bee und so, ist es, glaube ich, die, mit der ich am besten klarkommen würde. Also ich glaube schon, dass das eine ganz nette ist, so, aber ich habe jetzt wie. Ich glaube, wir lieben uns. Das ist schon. Ach, Quatsch, bin ich voll. Zeig dich nackt. Komplizierter einstufen. Und deswegen ist meine Mission heute, ihn etwas besser zu verstehen und ihn wirklich zu verinnerlichen. Deswegen ich heute einen ganzen Tag lang esse. Tanzverbot, du hast da was in deinen Stream-Nachrichten. Viele haben ja den Wunsch gehegt, dass ich einmal ausspreche, was ich mir so am Tag gönne. Also viele sind interessiert. Mann, das war noch in der Küche von meiner Mama gewesen. Da war ich noch schön zu Hause. Und jetzt was mache ich jetzt? Und alleine. Was ich an einem Tag alles so erinnere. Er macht ja Einkaufshall. Wisst ihr, was lustig ist, Leute? Bei Tanzverbot blinkt ja unten das Team-Symbol, ne? Und bei mir blinkt jetzt das Teamspeak-Symbol, weil mich einer angeschrieben hat. Und wer will da was von mir? Wer war das jetzt? Noch Rispos, ja. Ernsthaft, er kommt online, schreibt mich an und geht offline. What the fuck? Seine eigene Dreierkombination oder was? Scheinbar. Oh. Weiter geht's. Ich wollte gerade meine bringen. Weiter geht's. Er zeigt seinen Einkauf aus dem Supermarkt. Andere Leute kennen das vielleicht als DM-Hall oder Daily Make-up-Tutorial. So, das ist für Tanzverbot, das ich an einem Tag gekauft habe. Ich hab's mir nicht. Die Lache, Leute! Die Lache! Vor allem, Leute, zieht euch das mal rein, sein Gesicht. Ihr müsst mal diese. Schaut mal unten bei Tanzverbot das Gesicht an, wieder das verzieht. Passt mal auf. Das Gesicht, was der dazu macht! Nein! Er verzieht dazu voll das Gesicht, so wie bei South Park, diese Männchen, Alter. Schüsse. Ja, die lacht. Und am Ende werden wir sehen, wie es mir geht. Die Kalorienpolizei ist vorbeigefahren. Oh Mann, Kalorienpolizei. Kelly, wo kommst du her? Naja, ich meine, da könnte man jetzt eigentlich auch. Ich meine, nichts gegen Kelly, ich mag Kelly, ja? Aber Füße hoch, der Witz kam flach. Definitiv. Wenn das die Kalorienpolizei war, dann ist ja bei uns jede Menge Kalorienpolizei vorhin gefahren. Nein, bei uns ist es die Kalorienfeuerwehr. Ja. Ja, bei uns brennen die Kalorien. Scheinbar irgendwie, oder ein Unfall auf der Autobahn. Was davon los war, Alter, das muss schon. Das muss schon eine Domme gewesen sein, was da explodiert ist, Alter. Atome-Bombe. Ja, aber voll, Alter. Wahrscheinlich halt Schwamm auch weggefegt, Alter. Oh Mann, Alter. Ja, weiter geht's. Gegenüberstellung, was ich so an einem Tag esse. Ich bin jetzt nicht die gesündeste Esserin, wirklich gar nicht. Aber
aber ich trinke ein Glas Wasser morgens mit einer frisch ausgepressten Zitrone. Er kostet halt darauf, ne? Die Reaktion. Gott, ey. Vor allem, schau dir mal die Stellung jetzt gerade von Kelly an. Ey, Kelly, du hast schon Depp, geht ein bisschen anders. Aber wenn jetzt hier Facecam wäre, ne, ich würde es dir zeigen, aber... Ihr müsst euch mal vor allem eins vorstellen. Sie sagt, sie ist nicht die gesündeste Esserin. Aber das, was jetzt kommt, ist einfach nur irgendwie meiner Meinung nach widersprüchlich mit diesem, sie ist nicht die gesündeste. Aber schauen wir mal weiter. Vor allem gebt euch das, Leute. Bananenshake aus Gemüse oder Obst. Okay, Kelly. Was ist für dich Banane? Ist das Gemüse oder was? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, Mann. Da war ja wohl wieder ein Widerspruch drin. Aber jetzt ist mitgekommen, allein das ist ja auch schon wieder voll der Widerspruch. Shakes, Proteinriegel, Sport machen, aber nicht die gesündeste. Ja, genau. Was sind das für Gutmenschen-Scheiße, wie die frisst? Ja, ich habe auch nicht den gesündesten Lifestyle. Ich esse Haferflocken, dann esse ich Reiswaffeln. Will ich mich verarschen, Alter? Und abends esse ich was Warmes, vorzugsweise Kartoffeln. Oh, macht die mich krank, ey. Wenn ich versuche, etwas auf meine Linie zu achten, was heute eher weniger der Fall sein wird. Manche denken vielleicht, ich habe dieses Video... Schau mal, der macht einen auf Japaner. Kelly, du kannst den auch noch komplett aufmachen. Also starten wir mit dem Frühstück. Das ist jetzt das erste, was ich mir gleich mit der Schüssel machen werde. Bin ich mal gleich erstmal richtig. Also das ist auf jeden Fall das Frühstück, was man braucht, um wach zu werden. Da bin ich mal gespannt. Das könnte mir einen guten Boost geben, glaube ich. Und ich freue mich einfach drauf. BTS. Fun Fact. Ich wurde in der Grundschule oft Kellogg's genannt. Warum sind die so freaking gelb? So ein bisschen too much. War nicht meine Milch. Wie will sie denn das essen, was ich esse, wenn ich 3,5%ige Milch zeige? Höchstwahrscheinlich. Ich habe mir nicht 1,7 oder so eine Scheiße geholt. Und sie wahrscheinlich 0,5%ige nimmt, so also extra veganer Milch. Veganer Milch. Nee, so geht das ja nicht. Oh, ist das schlimm. Vor allem Cornflakes roh essen. Oh, muss sie erst gebraten werden oder was? Die Reaktion von ihm ist aber so geil, der irgendwie. Ja, so ein Außenrum. Was ist das für ein Tattoo, Alter? Die sich hier so Nähte tätowieren lassen? Richtig geil. Boah, ich steh über drauf. Jetzt ist die. Als ob ihm das jetzt erst auffällt. Ich glaube, er hat das Video. Ich glaube, er hat das Video nicht angeguckt, wo sie sich das mit Jody hat machen lassen. Mhm. Ist das das erste Mal, dass die Cornflakes frisst? Scheinbar. Ey, Kelly, man redet nicht mit vollem Mund. Ich glaube, die kriegt da gerade einen Geschmacksorgasmus. Aber voll halt, ne? Aber wollten wir nicht eigentlich auf Transferbot reagieren, nicht auf Kelly? Ich hab gesagt, ich reagiere auf beide. Okay, jetzt muss ich wirklich mal ganz klar was gegen Kelly sagen. Wenn man genau das gleiche essen möchte wie jemand, der das tut, dann muss man auch genau das gleiche essen. Ich habe jetzt hier mal die vegetarische Variante. Ich meine, erst nicht die 3,5% Milch, dann wahrscheinlich mit nahezu gar kein Fett, also 0,1% oder was es da gibt. Und dann sowas, ich meine, gut. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir auch Pizza und irgendeinen anderen Dreck, ich meine, ich kann auch für gesünder leben, aber... Wir
Wir müssten eigentlich gesünder leben. Man kann es auch übertreiben, ne? Ich meine. Schon allein für unser Training. Ich meine, ich mag ja Kelly wirklich und ich schaue ja gerne ihre Videos alles an und so. Ich habe sie ja auch abonniert und so, ne? Aber man kann es mit einem gesunden Lifestyle auch etwas übertreiben. Besonders wenn man so ein Video macht, ich esse einen Tag das, was der jeweils andere isst. Ich glaube nicht, dass er vegetarisch, dass das vegetarisch ist. Vor allem, dann schreibt es halt auch noch hin. Über 3.100 Kalorien. Wie viel musst du dann von dem Zeug essen, dass du überhaupt auf diese Kalorien kommst? 31 Packungen. Wahrscheinlich, Alter. Na egal, machen wir weiter. Einmal kommt die mit dieser Vegetarin. Och, Junge. 100 Gramm hat 228 Kalorien und eine von denen ist 165 Gramm. Wir sind aus Soja. Ich hoffe, ich bekomme davon keinen Durchfall. Das wird auf jeden Fall anstrengend. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich habe 2 Stück gegessen. Okay, 2 schaffe ich noch. Den Rest versuche ich mir irgendwie als Snacks mitzunehmen. Oh, Frikadellen als Frühstück. Da sind noch 4 Stück drin. Und natürlich am Morgen erstmal. Ja, Mann, richtig geil. Mann, hast du irgendwie mich verarschen, was kommt dir da mit der Kinderpulle an? Da rutschen die Frikadellen gleich viel besser runter. Wollen wir Kelz ein bisschen natural, obwohl da bestimmt genauso viele Kalorien drauf sind. 100 Milliliter 64. Ja. Auf dem Trinken sind Kalorien. Okay, Leute, da hat Tanzpulververbot das auch ein bisschen reingefällt, weil Trinken hat auch ein bisschen Kalorien, glaube ich. Ja. Gib mir mal da unten so ein, gib mir von mir ein Wolvik-Tee mal da unten eins. Hashtag Product Placement. Ja, jetzt kommt er mir. Jetzt kommt er mir mit dem Weichspüler. Ich weiß gar nicht, dass man Weichspüler trinkt. Also, Leute, MC trinkt Weichspüler, nur so zur Info. Prost. Da muss ich jetzt selber mal nachspicken. Kohlenhydrate, oder sind das dann? Nein. Du brauchst entweder KJ oder KCAL. Da, Kilojoule. Das sind die Kilokalorien, mehr oder weniger. Das heißt, das sind in pro 100 Milliliter 21 Kalorien, sozusagen, oder was? Mhm. Okay. Pro 250 Milliliter sind 2,50. Das wären in der Flasche, das ist jetzt halt 1 Liter. Das sind in der Flasche 208 Kalorien, sind das dann. Okay, also Flaschen haben, also drin hat auch Kalorien drin. Gut, ich kenne mich mit den ganzen Vitamin-Geschmarri eh nicht so aus, bin ich ganz ehrlich. Ja gut, ich musste das damals lernen, aber ich habe wahrscheinlich viel mehr vergessen als wieder gelernt. Ja, wahrscheinlich. Du hast es verlernt. Achso, die scheiß Kaffeemaschine da hinten hat jetzt das scheiß rote Licht da, reflektiert und deswegen habe ich gedacht, dass die, dass dann irgendwas glüht, Alter. Einige Stunden später, ich habe den Dreh erfolgreich hinter mich gebracht. Ich habe aber jetzt mega Hunger und wartet mal, auf was ich richtig Bock habe, auf meine Frikadellen. Ah, die frisst jetzt gerade, hast du es gesehen? Nee. Auf meine Frikadellen. Ah, das Deckel drauf. Verspeise ich jetzt ganz. Meine zwei lassen sie trinken, was schon? Hunger und wartet mal, auf was ich richtig. Warte mal, sollen wir dann langsam rantasten? Hast du gesehen? Ist doch Fisch mal irgendwie halt. Ja, sieht schon nice aus. Next. Dieser wunderschöne Sound. Ups, ich bin nicht mehr dran. Diese Menge an Soja kann auch nicht gesund sein. Ja, deswegen frisst man auch die normalen und nicht so vegetarische Pseudoscheiße, die im Labor gezüchtet wurde. Sag gerne die Hersteller, Alter. Das war der Anzeige an den Hersteller, Alter. Klasse, Alter. Die in Labor gezüchtet wurde. Geil, der hat das jetzt gegeben, Alter. Ich kann die jetzt auch nicht mehr sehen, diese Frikadellen. Die werde ich safe nie wieder. Und jetzt nach hinten schmeißen. Mal gucken, was der liebe Tanzverbot noch so auf seinem Essensplan hat, beziehungsweise jetzt auf meinem. Weiter machen wir denn damit, wo wir zwischendurch. Boah, geil, Alter. Zwischendurch
Alles kann aus, aber ist mir egal. Ist ja die Küche meiner Mutter. Grüße gehen an dich aus, Mama, falls du das sehen solltest. Diese Grüße auch von mir. Ja, wir wohnen noch beide drin, deswegen darf ich hier filmen. Meine Mama mag das nämlich nicht, wenn ich hier dran filme, weil das gerade unordentlich aussieht und das lässt uns in so ein schlechtes Licht rücken, aber denke ich einfach nicht so. Jeder Haushalt sieht mal unaufgeräumt aus und da muss ich euch jetzt hier nicht vorlügen. Oh mein Gott, bei meiner Mama war das auch immer so, als ich bei ihr in der Küche baue ich gerade eine emotionale Bindung zu Tanzverbot auf? Schokopudding. Ist das überhaupt das Gleiche, was er hat? Oder nennt er das einfach so Sahnepudding? Weil ich habe jetzt Schokoladen bisher mit... Das wäre klar, schön den 19-Cent-Pudding von Jahr genommen. Ich habe das Beste. Warum kennt sich Tanzverbot damit so gut aus? Sehr gute Frage. Aber gut, es sind wirklich diese... Das kennt man ja, wenn man durch die Puddingabteilung geht. Das sind diese, was er sagt, die gibt's beim Edeka auch von gut und günstig, da diese 19-Cent-Puddings-Dinger da. Ich glaube mittlerweile 29 Cent, aber... Die haben wir ja letztens gekauft, weil wir Bock auf jede Menge Pudding hatten. Haben wir uns erstmal mit ganzen Batzen davon gegönnt. Ja, da hinten steht da was. Gibt's nichts mehr. Aber das sind ja auf jeden Fall die 29-Cent-Pudding da, ja. Da gibt's ja dann noch die, was ein bisschen teurer sind, die dann, das sind ja die, was oben drüber standen, was du immer noch gekauft hast. Ich glaube, die waren 39 oder 49. Weil wenn wir schon beim Thema Pudding sind, muss ich jetzt hier trotzdem mal ein Product Placement machen. Von Milka dieser neue Sahne-Creme-Pudding schmeckt geil. Müsste ich auf jeden Fall mal reinstylen. Habe ich mir erst gestern oder vorgestern reingestylt. Product Placement. Pudding. Naja, fühle ich mich ihm doch wieder ferner. Die habe ich aber als Kind auch voll gerne gegessen. Mittlerweile schmeckt es einfach nach gar nichts. Was erwartest du denn bei 19 Cent, du? Kleine Info an dich, Kelly, falls du dieses Video sehen solltest, was ich zwar nie glaube, aber falls du es wirklich sehen solltest, das ist weniger Pudding, sondern mehr irgendwie so natürliche Scheiße drin, glaube ich. Das ist nicht einmal irgendwelche natürliche Scheiße, das ist einfach ein Chemie-Mischmasch, das irgendwie ausschaut wie Schokoladenscheiße, wenn da ein bisschen Schokoladenaroma reingeklatscht, das überhaupt noch ein bisschen was schmeckt. Und ein bisschen künstliche Sahne drauf geklatscht. Wahrscheinlich. Ich meine, was ist denn, was willst du davon erwarten? Die Pudding, die ich gegessen habe, die waren auch nicht gerade die prickelsten. Ja, das sind ja 19 Cent Pudding. Aber das sind ja 29 Cent Pudding. Welche auch Pudding übrigens ganz gut sind, sind von der Firma Müller, diese, wo unten Schoko haben und oben Vanille. Die habe ich mir nämlich auch letztens reingestylt. Die schmecken auch ganz gut. Warte mal, das ist Doppeldecker-Dinger doch. Mhm. Weißt du, was auch geil ist, wo wir schon von Pudding haben zu sehen? Und die schmecken nicht nur nach künstlicher Scheiße, sondern die sind auch echt gut. Diese fetten Eimer da, ne? Da die Sahne. Ja, Mann. Oder diese fetten Eimer da, Alter, die gehen eigentlich auch. Ja, keine Ahnung. Also eimermäßig esse ich nur Quark oder Joghurt. Aber die, was da gibt für, glaub, 1,60 oder was die kosten, oder 1,80. Ja, kann schon mal diese sagen. Wo 500 Gramm, glaube ich, drin sind oder so. Ja. Diese, oder sind es mehr oder sind es 1000 Gramm? Keine Ahnung, ist jetzt ja wurscht. Diese fetten Pottiche da. Von die Effekte, die sie teilweise reinklatscht, wie deine Bilder wackeln oder so. Sahnepudding, das ist irgendwie lockerer Sahnepudding. Ich glaube, das ist geiler. Aber gut, das fängt auch langsam an schlecht zu werden und das sind erst mal 1 Minute 47 des Videos. Oh Junge! Weißt du, wie die Kelly da irgendwie ausschaut? Ich meine, jetzt wird das Video garantiert FSK 18. Zugekifft oder durchgeknallt? Ja, kräftiger. Ich glaube, die knallt wie Lametta, oder? Genau. Wenn wir bei ihr in einem Video sind. Ey, schau dir das mal an, Alter, wie die ausschaut. Schau dir das mal an. Allein schon die Haare, Alter. Ey, Kelly, zu deinem Aussehen, da müssen wir jetzt ganz deutlich mal was sagen. Aber voll halt. Das denkst du ja wirklich, dass die irgendwie was gekifft hat oder sowas, Alter. Oder irgendwie was gesoffen hat, Alter. Dass die so, keine Ahnung, in der Ecke gelegen war wie so ein suffenes Frack oder sowas. Alter. Sie hätte sich wenigstens die Haare kämmen können. Gut, das habe ich aber auch nie gemacht. Aber trotzdem. Wenn man schon mit so sauber gekämmten und geglätteten Haaren aufhängt, dann muss man doch so weitermachen. Aber gut, ich meine, das kann mal passieren.
Oder ich bin aufwacht. Na, wie sie tut, Alter. Als ob ich 8 Kilo Schwein gefressen hätte. Das sollte ich mal irgendwie umgekehrt machen. Ich sollte mal einen Tag Reiswaffeln und Haferflocken essen. Da würde ich sicherlich deutlich schlimmer aussehen als die. Ich gehe gleich auf eine Party und mit ganz neuem Mut an die Sache hier ran. Jedenfalls geht es dann meistens weiter. Geht es dann meistens weiter mit sowas. Oh, Leute, dieses Eis ist so geil. Ich liebe dieses Eis. Das ist dieses mit den Platten drin, was ich immer gegessen habe, mit diesen Schokoplatten. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe dieses Eis noch nie gegessen, aber ich würde es gerne mal essen, weil ich habe so geil positive Feedbacks davon bekommen. Es soll so geil sein mit diesen Platten da drinnen. Vor allem soll das immer so schön knacken. Ja, das ist ein richtig geiles Eis. Also wenn ihr wirklich mal ein richtig geiles Eis haben wollt, wo sich schon ja, Schokolade drin hat und so, richtig, dieses Eis ist wirklich Bombe, Alter. Also Tanzverbot, wenn du dieses Eis immer noch isst, Alter. Hast du da, was das betrifft, guten Geschmack? Respekt, Mann. Das ist wirklich ein geiles Eis. Wer hat denn da abonniert gerade? Mieze. Mais99 hat bei Tanzverbot abonniert oder so. Oder bei Kelly? Nee, das ist bei Tanzverbot. Tanzverbot. Tanzverbot, ne? Mais99, danke schon für den Sub. Ah, okay. Stell doch meine Ernährung nicht in Frage. Und dann wird mir immer schlecht, keine Ahnung, aber ich kann nicht aufhören. Das schmeckt einfach mega gut, das Eis. Mensch, da freue ich mich doch darauf. Da, MT, hast du da dein gutes Feedback? Gib mir mal meinen den kleinen vom Bein. Kleine D. Jetzt kommt er mir mit, wenn wir Weichspüler. Also Leute, ihr wisst Bescheid, MC säuft jeden Tag Weichspüler zum Abend. Schmeckt bestimmt gut, auf jeden Fall ist dann deine Lunge sehr schön weich gespült. Ja, und weißt du, was denn das Positive daran ist? Ich erzähle keine dreckigen Lügen mehr. Naja, vor allem, dann sind sie definitiv sauber. Du kannst auf jeden Fall auch sagen, dass dein Hintern nach dem Stuhlgang auch sauber ist. Ja, und ich glaube, meine Stimme wird allgemein etwas weich. Okay, jetzt kommt dieser Moment, wo man eingebildet ist. Weiter. Also, wir haben jetzt einmal einen leicht geneigten, nachdenklichen Kopf. Dann haben wir einen suchenden Kopf. Und dann haben wir einen lächelnden Kopf. Dann sind wir eigentlich auch schon relativ am Abend. Und dann geht es natürlich hier mit weiter. Die habe ich mir natürlich auch besorgt. Nee, das ist nicht die. Das ist Pizza Salami und nicht Pizza Fungi. Ja. Stimmt, da hat er recht. Weil guck mal. Hier ist es rot und steht Salami und hier ist es wirklich gelb. Die sie halt wirklich fast gar nicht so gekauft hat wie er. Fings, danke schon für den Sub, Mann. Vielen Dank für die Unterstützung. Oh, Ginger Ale ist so geil, aber es macht so fett. Hey, der Manche! Oh ne, das ist. Warte mal, ich hab Volvic Juicy, hab ich. Das ist nicht mal der Tee von mir. Aber es ist auch Volvic. Was hat denn der eigentlich? Schwebes? Ist das Cola? Nein, das ist Ginger Ale, hat er doch gerade gesagt. Warum schaut es das auf so einen scheiß Achso, das hat nicht eine bessere Grafik. Na, besser. Aber auch nicht wirklich. Ungefähr, das ist das, was ich momentan. Ah ja, Ginger Ale. Ich hab nicht noch mehr. Dankeschön für 2 Euro. Schwebes hab ich auch geholt. Ginger Ale. Ich kenne glaube ich keinen Menschen. WH35464. Dankeschön für den Sub. Vielen Dank für die Unterstützung. Zumindest eins, was er mal richtig gekauft hat. Stimmt, da hat sie mal was richtig gekauft. Oh Junge, dieses. Ernsthaft? Ladescreen. Gar nicht. Ah. Also dafür, dass da so viel Zucker wie in Cola drin ist, eine von diesen Pizzen hat... Ginger Ale schmeckt nach gar nichts.
Ginger Ale schmeckt nach gar nichts, sagt eine, die sich einen halben Tag von Reiswaffeln ernährt. Da muss ich jetzt aber Tanzverbot auch recht geben. Zumindest mit Ginger Ale schmeckt nach gar nichts. Ginger Ale schmeckt verdammt lecker. Ich hab Ginger Ale noch nie getrunken. Musst du unbedingt mal machen. Ich hab da damals mit 15, 16, 17 sogar einen eigenen Cocktail erfunden. Ich weiß noch nicht mehr, was der andere Teil davon war. Den habe ich Rising Sun genannt, weil das so richtig blutrot dann, also blutrot nicht, aber halt so rötlich war. Und es war unter anderem mit 2/3 Ginger Ale, ein bisschen Spezi, klingt vielleicht eklig, aber schmeckt geil, und irgendwas Rötlichem noch. Oder war das Cola? Naja, auf jeden Fall war das manchmal richtig geil und die Leute, denen ich das angeboten habe, die haben es auch alle voll gefeiert. Ich kann mal wieder meine Special Creation Mixes machen. Wäre eigentlich mal eine geile Idee wieder, ne? Ich müsste nur noch mal wissen, was der dritte Teil war. Ich glaube, deine war Cola und das andere war definitiv Ginger Ale. Ich müsste auch mal wieder anfangen mit meinen ganzen Special Mixes. Teilweise gab es Mixes, die haben dann am Ende nicht so gut geschmeckt, aber ich habe teilweise Sachen gehabt, die haben so richtig geil geschmeckt. Der Michi war schon. Der hat die immer gern gesoffen, aber wahnsinnig gern, Alter. Der hat es mal geliebt, wenn ich die gemacht habe. Dann hat er mir das Zeug mal gekauft und dann durfte ich mal die Mixes machen, Alter. Damals, wo ich bei meiner Mutter noch gelebt habe, Alter. Wie ganz nachdenklich die Pizza, den Pizzakarton studiert. Ja, und der Tanzverbot eher so, hä? Wo der eigentlich hinschaut. Sagt dir jetzt was? Aber ganz echt, Leute, gebt euch mal den Blick hier, ne? Wenn man es jetzt so wirklich von der Linie her sehen will und dann nicht irgendwie, wenn es irgendwie wirklich der gleiche ist. Aber gut, er will es ja nackt sehen, hat er jetzt schon gesagt. 846 Kalorien. Ja, so wie wir es kennen, erstmal in einem Suppenteil eine Pizza reinmachen. Ja, geil. Und noch nicht mal aufgeschnitten. Ey, das ist doch ein Voll, ey, zieh dich das mal rein, hier sieht man es noch ganz leicht. Wann zieht sie sich denn jetzt aus? Lol. Hat er da gestreamt oder was? Anscheinend. Suppenteller, oder? Ist es Ihr Ernst? Wie sind wir raus, wenn der redet? Alter, da Michi, danke schon für 10 Euro. Wann zieht sie sich denn jetzt aus? Digga, das frage ich mich schon seit 10 Minuten. Alles klar. Danke schon für die 10 Euro und die Übernahme der Kosten. Kalt abgesondert. Ist auch irgendwie relativ geschmacklos. Ich glaube. Das ist ein Pizzateller? Aber die hat das noch nicht aufgeschnitten. Das ist doch dämlich. Warum hat die Kamera so weit unten? Wenn in diesen Tiefkühlsachen nicht so viel Geschmacksverstärker und sowas wären, dann würde das. Boah, der Freund tut mir ja mal mega leid. Boah, lass mal einfach essen gehen. Nee, ich muss mir erstmal die Zusätze angucken. Ey, Tanzverbot hat dann abonniert, nur so zur Info. Oh, wie viele haben denn in die Kommentare geschrieben? 3000, Leute. Silly Silex, danke schön für deinen Sub, Mann. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich glaube, jetzt habe ich versehentlich Elster gegeben, aber die lässt sich ja nicht so schnell einfangen. Lass mir dann Abonnenten vergessen. Marie Kuhn, danke schön für deinen Sub, Mann. Vielen Dank für den Twitch Prime Sub. Vor allem zieh dich mal, jetzt kommst du mal, zieh dich mal den Sub-Bild schon rein, Alter. Tanzverbot. Kleiner Tipp, ja? Ein bisschen Make-up, ein bisschen Lippenstift, ja, und dann bist du ideal für die rote Zone. Ja, jetzt wird's pervers, Leute. Igitt. Aber zieh doch mal diesen Mund an, Alter. Nee. Aber zumindest hat er sich da rasiert. Bevor er dieses Bild aufgenommen hat. Ich will definitiv keinen Bussi von dem. Ja, wer will schon einen Bussi von dem, Alter? Ich glaube nicht, er macht seine Freundin nur einen Bussi von ihm. Also zieht er so einfach rein, Alter, dieser Knutschmund, ne? Weißt du, was ich glaube, Alter? Und die Augen dazu! Ich glaube, wenn der auf Zunge küsst, ja, dann braucht man erstmal einen Waschlappen, dass man die ganze Spucke wieder wegkriegt. Naja, das kann man jetzt nicht sagen, weil du weißt ja nicht, wie der küsst, oder hast du schon ausprobiert? Gott sei Dank nicht. Also weißt du ja nicht, wie der küsst. Ich meine, es gibt da andere Leute in unserem Bekanntenkreis, die knutschen wie ein Waschlappen ins Gesicht, was ich da von den Weibern teilweise schon erfahren habe. Oh ja. Habe ich auch schon gehört. Aber ich will da jetzt niemanden nennen, weil es ist ja hier schließlich im Video. Aber ich weiß, wen du meinst.
Okay, dann wissen wir Bescheid. Aber wie schon gesagt, ich habe dasselbe gehört. Von eben jener Person. Okay, dann sind wir ja auf dem gleichen Nenner. Na, mach mal weiter. Das ist keine Hawaii-Pizza, sondern das ist eine Schwuchtelpizza. So. Hast du was gegen Leute, die Hawaii-Pizza mögen? Wenn ja, ich deabonniere dich gleich wieder. Ich gehöre nämlich zu den Leuten. Ja, manchmal ist da aber auch die Hartz-IV-Pizza. Mach dich nicht unbeliebt. Ja, aber neulich in der Arbeit habe ich da in meiner Pause Hawaii gegessen. Mach dich nicht unbeliebt. Also Schwuchtelpizza. Gib mir deine Nummer. MC liebt Kelly. Was? Internet, Herr Lucke. Danke schon für deinen Sub, Mann. Vielen Dank für die Unterstützung. Das ist schon 10 und ich hab noch 2. Du hast trotzdem einen vergessen. Mädchen, du bist doch schon über 10 Minuten. Was musst du denn hier so langsam reden? Ich will das Eis mit auf die Party nehmen. Ey, die ist zugekifft, das haben wir noch vorhin gesehen. Ja, und er ist auch. Ja, Mann, der Blick. Also, der Stift, der wirkt aber voll, Mann. Ja, weiter geht's. Jetzt noch. Das hat er jetzt nicht gefragt, oder? Doch, guck. Das ist auch nicht so lecker wie. Tanzi! Das war eine wie du Kött verboten, Alter. Ey, Kelly, man geht nicht einfach an fremde Kühlschränke. Ich glaube, das hat man besonderen Leuten in unserem Ding auch noch nicht gesagt. So, muss Grüße raus an Andro TV. Der hat Kelly ausgebildet. Das ist auch wieder nicht meins. Es ist nur die Marke. Ich hab's noch nie gegessen. Nicht das Eis. Macht so, damit wären wir bei Abonnent Nummer 2, die er vergessen hat. Der hat 3 vergessen jetzt insgesamt. Weil in der Zeit kamen jetzt 2 Stück rein. Hast du das nicht gesehen? Nee, ist jetzt aber wurscht. Pass auf. Ich hab's noch nie gegessen. Wieder nicht mein. Da, den Luca Licks hat er vergessen. Und an diesen Just Max hat er auch vergessen. Just Max meine ich. Glaub nicht das Eis. Macht so was anderes. Ja, jetzt brauchst du auch noch Hilfe, oder was? Und dann so kurz vorm Schlafen gehen, gönn ich mir halt immer nochmal Babybell. Ja, kann ich nicht mehr zu sagen. Ich mag Babybell nicht mehr. Ist ja auch schon über 2 Jahre alt, das Video, glaube ich. Tila Panko, danke schön für deinen Sub. Hä? Hast du einen neuen Account? Hast du noch nie gesubbt? Hä? Komisch. Dankeschön für den Twitch Prime Sub. Und an Just Marv auch. Dankeschön. Somit sind es noch 2 Vergessene. Weil einer hat jetzt noch nachts Licht genannt. Ja, nee, die isst man auch nicht auf dem Teller. Nein, man frisst direkt von diesem Ding da. Ja, geil. Erstmal eine Reiswaffel darauf. Vor allem, hier ist ganz fokussiert, ist ein Stück Eis und ja. Vor allem, dann sind sie auch keine Kalorien. Dann musst du sie halbieren. Das, was sie an Kalorien da ungefähr sind. Eigentlich, ja. Ungefähr halbieren, weil sie ja die Hälfte der Typ frisst. Dr. White, danke schon für den Sub. Jakob, danke schön. Danke schon für deinen Sub. Das wird mir aber langsam ein bisschen zu dämlich.
Vor allem, wie das da ausschaut, schau mal, wie das Eis. Die vergewaltigen das Eis. Er war voll. Ja, schön. Da filmst du hin. Ja, du Schwein. Jetzt wissen wir doch langsam, worauf es ankommt. Er braucht da gar nicht verheimlichen. Das ist Eis. Und wo filmt er hin? Ehrenmann. Geil. Ja, was denkst du, wenn ich die ganze Zeit so müde bin und so fertig? Film doch mal ins Gesicht. Junge, er filmt die ganze Zeit. Schön Alkohol saufen. Also Leute, das war eine kurze Nacht. Ich muss sagen, ich war schon energetischer in meinem Leben. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ganze Essen hat mich ein bisschen runtergezogen. Vom Energielevel her ist es sehr anstrengend. Der Tanzverbot kannst du gar nicht hören. Aber ganz ehrlich, ey. Für so eine, die sich gesund ernährt wie Kelly. Ist es wirklich eine derbste Umstellung, sowas zu fressen wie zum Beispiel Tanzverbot oder wir? Weil wir fressen ja im Prinzip dasselbe wie Tanzverbot, sind halt nur ungefähr ein Zehntel mal so dick wie er. Na, das will ich jetzt nicht sagen. Ich meine, er ist jetzt kein, ich sag mal so, er ist maximal so wie der Wambo. Maximal. Ja, es geht noch schlimmer. Er könnte so sein wie meine Mutter. Oder Domi. Sag doch meine Mutter. Ja gut, man muss ja sagen, wenn Kelly die ganze Zeit mehr oder weniger solche Null-Kalorien-Scheiße frisst, dann... Na gut, das kann man ja nicht sagen. Ich meine, Kartoffeln haben auch Kalorien. Ja, aber das ist vielleicht von denen da hier vielleicht ein Zehntel, was die frisst oder sowas. Normalerweise, ja. Ich meine, dann ist natürlich für den Körper eine schwere Umstellung, auf einmal so anders Zeug zu haben. Vor allem so richtig fetthaltiges und... ja, deftiges Zeug. Kannst du dich noch an das erinnern, was meine Mutter gemacht hat mit diesem komischen Cell-Reset-Zeug da? Hm. Da war die auch erstmal voll down, wo die das gefressen hat. Man muss sich halt erstmal dran gewöhnen halt. Ich meine, Oder wo ich auch aufgehört habe, Salz in mein, also wo ich das Salz abgestellt habe, habe ich es auch gemerkt. Sie war das, wenn sie das jetzt mal noch ein bisschen länger macht, ne? Wenn sich ihr Körper auch voll dran gewöhnt, dann wird sie auch nicht mehr so down sein. Aber dann wird sie auch zunehmen. Und dann wird sie fett. Muss nicht unbedingt sein. Dann kannst du die Treppe rennen, dann wenn die Treppe runter geht, puff. Aber überlege mal, ich fresse ja immer auch fast nur das, was Tanzverbot frisst. Ich meine, ich hab schon mittlerweile eine kleine Wampe, aber ich würde jetzt sagen, ich bin fett. Vor allem, Leute, ihr müsst euch das mal reinziehen. Wenn MC manchmal so einen mega Hunger drauf hat, dann nimmt er Toastbrot und macht Zucker drauf. Ey, da denke ich mir immer, wie bringt er das runter? Ganz einfach, Goschenhof, Brot rein. Ja, aber was für Tonnenzucker, du kannst doch gleich die paar das Brot zerstückeln und den Zucker mit reinschmeißen. Hab ich mir manchmal sogar überlegt. Und kannst es dann so rauslöffeln, ne? Das ist ja nicht wieder an Charlie. Normalerweise müsstest du wahrscheinlich, deine Zähne dürften schon gar nicht mehr leben, so viel Zucker haust du da rein, Alter. Ja, funktioniert. Normalerweise dürften da keine mehr vorhanden sein, so wie du da Zucker reinballerst, Alter. Nein! Aber voll. Aber voll halt, ne? Es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte ich einen Kater. Kennt ihr dieses gammelige Gefühl? Das kommt wahrscheinlich nicht vom Essen, sondern vom Alkohol. Naja, wahrscheinlich voll. Warte. Entweder ist es die Lichtanstrahlung oder die ist generell beim Schminken irgendwie gefailt. Oder beides. Schau mal, hier ist er erst so weiß und dann wird es hier immer mehr weiter blau hier rüberwärts. Na, ist voll blau. Okay, Alter. Ich glaube, der hat ihn auf die Fresse gekriegt. Ich glaube, dieses Licht aber. Ja, ist das Licht. Vom PC. Alter! Was ist hier Ehemann? Ist es wirklich? Lol. Ich hab keine Ahnung. Dankeschön für die 10 Euro und die Übernahme der Kosten. Thank you very much. Hier kommt schon was wieder hoch. Der offizielle Ehemann. Der
Also ihr YouTube-Ehemann sieht aber ein kleines bisschen anders aus. Das Lustige ist, ich meine, prinzipiell das, was bis jetzt in dem Video vorkam, könnte ich eigentlich soweit auch alles essen bzw. trinken. Aber es gibt eins, was ich noch nie in meinem Leben gegessen habe. Und das sind diese Bibibell. Die sind voll geil. Die musst du mal essen, ja? Die roten, die gelben. Die roten, die gelben. In so einem Spieß und dann alle auf einen Schlag, Alter. Es ist so geil. Das ist so wie Mozzarella und Emmentaler zusammen, Alter. Bam! So ungefähr schmecken die, oder was? Ja! Okay. Das eine ist so wie Mozzarella, ein bisschen. Und das andere, das gelbe, das ist mehr so Emmentaler. Na gut, Mozzarella habe ich schon oft genug pur gefressen, weil ich liebe Mozzarella pur zu fressen. Ich will mich da jetzt aber nicht festlegen mit Mozzarella, aber ich bin mir zu 100% sicher, die gelben sind halt Emmentaler. Und du weißt ja, wie ich auf Emmentaler abfahre. Ja, Emmentaler schmeckt auch gut. Ja. Und im Prinzip ist es ja auch nichts anderes, nur halt teurer verpackt und mehr Geld rausgeschmissen. Okay, weißt du Bescheid. Leute, ich bin jetzt offiziell aufgeklärt. Das einzigste Geile, was du mit dem Baby machen kannst, ist denn, Das rote kannst du, es wächst, das kannst du zusammenkneten. Genau, oder halt selber irgendwas zusammenbasteln, das ist auch, macht auch voll Bock. Weil, oder die tust du schmelzen und machst halt daraus eine Kerze, wenn du genug hast. Ein Kumpel von mir hat immer diese Babybell gefordert, dann habe ich die immer in der Schule, habe ich immer das Zeug gesammelt. Und dann habe ich da irgendwann so einen mega fetten, also so groß wie ein Fußball, so einen fetten Wachsball gehabt, Alter. Am Schuljahresende. Ja, so du, heftig. Was wir damit gemacht haben? Wir haben dann irgendwann, wenn wir genug hatten, hat es nicht für die ganze Tafel gereicht, aber für Ausschnitte der Tafel. Haben wir denn so eingerieben? Du weißt ja, Kreide und Wachs verträgt sich nicht so gut. Da schreibt da nichts mehr. Und die Lehrer so, hä, warum schreibt mein Kreide jetzt nicht mehr? Das gibt's doch nicht. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie das weggekriegt haben. Das weiß ich nicht mehr. Den schärfsten Prank haben immer noch ich und der Chris. Ja. Sag ich jetzt mal bloß. Ich brauch so mit den Grüßen an dich raus, Chris. Und die Christina, falls ihr das wieder mal seht. Wir haben immer, wir haben damals sonst beim Chasey Waffen, das ist so ein Waffenladen halt, und da konntest du auch Softguns kaufen. Und wir haben uns damals solche Softguns gekauft, Chasey, ne? Chasey, meinst du den in Nürnberg? In Nürnberg, ja. Da und haben wir dann so mehr. Kann das sein, dass es in der Nähe vom Aufsichtsplatz ist? Ja, ungefähr, da haben die gegen. Auf jeden Fall, wir haben uns dann, das ist der mit dem grünen, was schon mit den grünen Umrandungen und gelbe Schrift. Da fahre ich jeden Donnerstag dran vorbei. Der ist direkt an so einer Kreuzung. Da haben wir uns so einen mega Softguns gekauft, die so eine fette Schrotflinte und er dann so ein Maschinengewehr gehabt halt, ne? Mit so Batterie, das hat dann so gemacht hat wirklich, ne? Und da waren halt solche Röhrchen dabei zum Reinfüllen von diesen Kugeln, von diesen gelben. Und wir haben die Röhrchen mit in die Schule genommen und haben Papierkügelchen immer damit daraus gespuckt damit. Oder was wir auch immer ganz gern gemacht haben, wir haben immer ganz viel von diesen Softgun-Kugeln mitgenommen und haben die dann in unseren Mund rein und haben die dann vorgeballert, so richtig maschinengewehrmäßig, weißt du? Immer wenn die Lehrerin geschrieben hat, kam einmal drrrr, kam von der Kugelregen auf die. Ja, aber an diesem Chasey fahre ich jeden Donnerstag dran vorbei, wenn ich meine Donnerstagstour habe. Und der Chris und ich hatten mal so eine Stelle, wo wir immer nebeneinander guckt und dann war vor so nach ein, zwei Monaten war die ganze Decke voll mit diesen Kügelchen. Wir hatten da so Spaß mit diesen scheiß Sportzerohren da, ne? Und die Lehrerin immer, wenn die vorgekommen, die hat sich umgedreht und auf einmal kam voll die Kugelregen, ne? Also sich umgedreht, wer war das? Und keiner hat was gesagt, weißt du, ne? Was war ich? Aber so geil, Alter. Nächstes markiert hier. Okay, sie hat mich markiert. Mich haben, glaube ich, kaum Leute abonniert, deswegen erstmal auf Social. Warte, mache ich kurz aus, weil ich keine Ahnung habe, was in meinen Suchergebnissen drin ist. Ich habe da Angst vor. Warte, ich guck mal, ob jetzt irgendwas Schlechtes da gewesen wäre. Nee. Was ist denn jetzt los? Doch, nur ausgelaufen. Dankeschön, Tiller. Vielen Dank für die 2 Euro und die Übernahme der Kosten. Wir müssen uns auch wiedersehen, Alter. Erstmal gucken, ob die mir was gebracht hat. Wieder halt erstmal instant nach Abos guckt. Also Tanzverbot. Ich muss sagen, ich meine, ich mag ihn jetzt nicht so stark. Ich hasse ihn jetzt an sich auch nicht. Ich meine, ich respektiere ihn wegen der Sache damals, wo er die Wohnung verloren und alles. Ich meine, ich habe ihn jetzt nicht abonniert oder so. Aber sei doch bitte nicht so abogeil, Mensch. Zu gucken, hat mir das jetzt was gebracht? Habe ich Abos bekommen? Also, das grenzt doch ein bisschen an Abogalität. Die YTP
würde jetzt definitiv sagen, aber geil. Aber voll halt, ne? YouTube-Polizei. So Leute, und jetzt nochmal als Abschluss muss ich trotzdem mal sagen, weil jetzt würden viele es mir wahrscheinlich so auslegen, dieses Video soll definitiv kein Hate gegen diese beiden sein, es soll einfach im Endeffekt zur Belustigung sein, dieses Video. Wobei ich da nochmal extra versuche, irgendwie mal so eine Schrift oder irgendwas noch reinzuklatschen, wo ich das mal reinschreibe, dass dieses Video lediglich wirklich nur zur Unterhaltung gedient ist und nicht zum Hate. Und ich hoffe, es hat euch mal gefallen, so ein etwas anderes Video zu sehen. Ich werde es jetzt am Abschluss trotzdem nochmal sagen, auch wenn es ein bisschen nervig ist. Falls ihr mich wegen diesem Reaktionsvideo abonnieren wollt, dann schaut vorher erst einmal, ob der restliche Content euch gefällt, und sollte es so sein, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Nicht nur wegen diesem Video abonnieren, weil ich will mich nicht an den Leuten hochlutschen. Ich habe mir gedacht, ich bringe euch das jetzt einfach mal, weil ich es eh angeschaut hätte, dieses Video, und ein paar lustige Stellen dabei waren. Und an diejenigen Personen, die jetzt meinen, ich würde mich da hochlutschen, leckt meinen Arsch, leckt mich am Arsch, ihr Wichser. Ich mache das, wie schon gesagt, nur zur Unterhaltung. Falls ihr neu seid und meinen anderen Content auch mögt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Ihr könnt auch gerne mal bei MC Disaster vorbeischauen, den werde ich euch mal in die Beschreibung reinpacken, der mit dabei war. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Wenn euch der Content gefällt, könnt ihr auch gerne da mal ein Abo dalassen. Lasst auch gerne ein Like da. Für die Leute, die mich disliken, danke für eure Dummheit, dass ihr trotzdem mir diese Klicks bzw. diese Watchtime gegeben habt. Danke für eure Dummheit, liebe Hater. Ihr wisst ja, dass ich mich über euch, über euren Hate eh lustig mache. Denn ich lasse es nicht an mich rankommen. Ich feiere Hate einfach in dem Sinne, dass ich Spaß damit haben kann. Gelehrt hat mir das der Rezo, dass man mit Hate ja auch mega viel Spaß haben kann, und da werde ich auf jeden Fall dann auch mir das ein oder andere einfallen lassen, falls da Hate-Kommentare in Zukunft kommen werden, ab diesem Video. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das von meiner Seite her. Jetzt kann MC noch schnell ein paar Wörtchen sagen und dann würde ich das Video auch beenden. Im Prinzip würde ich mich eher anschließen. Nicht einfach nur Dingsenbumsen da, wie heißt das nochmal, Subben? Abos geben? Genau, so heißt das heute. Weil das Video angeguckt wird, sondern generell erst einmal die ganze Kacke, die er sonst so bringt, auschecken. Kacke natürlich nur im Anführungszeichen. Ja, du bringst auch Kacke. Ich bring nur Kacke. Ich bin die YouTube-Kacke. Schaut doch gerne mal bei meiner Kacke vorbei. Wenn es euch gefällt, könnt ihr da auch mal Abos da lassen. Natürlich nicht Pflicht. Sonst wird es ja wieder als Abo-Geilheit bezeichnet. Ja. Ansonsten, ja, war es das eigentlich von meiner Seite her. Ja, dann danke fürs Zuschauen und tschüss. Wieder tschaußen.